Ja, hallo Freunde, lasst uns heute einmal hier über dieses Trinkwasser-Umkehrosmosegerät, so würde ich das Ganze mal nennen, hier von K-Flow sprechen. Modellbezeichnung ist hier in diesem Fall die DT180. Aktueller Preis bei Amazon in 0621 ist 460 Euro. Aber das hängt hauptsächlich mit den Filtern zusammen. Das macht schon mal ungefähr die Hälfte vom Preis aus. Sage ich später noch was zu, wenn wir bei den Filtern sind. Ja, lasst uns kurz mal über die Gerätemaße sprechen. Und zwar habt ihr eine Breite von 24, eine Höhe von 39, wobei ihr noch den Tank handeln müsst, sage ich euch später. Das heißt also, so 50 oder 39, sagen wir mal 45 solltet ihr haben, damit ihr den Tank noch handeln könnt. Und die Tiefe ist 37, weil hinten ist noch, steht noch ein Stück der Stecker raus und vorne seht ihr, hat er so einen kleinen Vorsprung, wo die Kanne ist. Ja, ihr könnt damit produzieren einen halben Liter, 1 Liter, 1,5 und die Karaffe hier hat 1,7 Liter. Die Karaffe bekommt ihr auch im Ersatz, kostet 40 Euro, auch bei Amazon nachgeschaut, also 40 Euro. Die Filtration ist vierstufig, zeige ich euch. Es gibt hier einen Doppel-RO-Filter, was also die Umkehrosmose anbelangt. Bei diesem Modell hier DT180 sprechen wir, also wenn wir bei den Filtern sind. Und ja, das Netzteil hier hat eine Länge von 3 Metern, warum auch immer, hat also 24 Volt, 2 Ampere, also 48 Watt dann im Gesamten. Ja, was habt ihr noch im Lieferumfang? Es gibt eine Bedienungsanleitung, nicht nur in Englisch, sondern auch in Deutsch. Können wir gerne mal hier reinschauen. Da seht ihr das also hier, Einlasswasserdruck und so weiter, diese ganzen Geschichten. Aber es ist eigentlich relativ gut beschrieben, weil es auch eigentlich ein relativ einfaches Gerät ist, also wirklich einfach zu handeln. Ja, das Video wird mehr eine Produktvorstellung als ein Test, aber ich habe trotzdem mal einen Teststreifen geholt, dann können wir später mal schauen, okay, wie sieht es denn vor und nach der Filtration hier aus. Was die Werte anbelangt, sage ich euch später auch noch, die werden uns hier angezeigt. Ja, dann würde ich einfach sagen, schauen wir einmal rundum um das Gerät. Deswegen habe ich das hier auf den Drehteller gestellt, der gehört nicht zum Lieferumfang. Hier vorne, über die Funktionen sprechen wir später noch, schauen wir uns einmal zunächst erstmal die Karaffe an. Ja, also sehr schön gemacht, schöne Tülle und hier der Deckel, also alles wirklich sehr, sehr stabil. Relativ dünnes Glas, aber der Rest, Griff und so weiter, also alles auch haptisch toll und auch qualitativ gut gemacht. So, hier an der Seite verbergen sich die Filter, da sprechen wir gleich nochmal ganz kurz drüber. Dann habt ihr einmal die Rückseite, hier an der Rückseite gibt es einen Hauptschalter und eben halt hier einmal den Port für das Netzteil hier für diesen Stecker. Dann sind wir beim Wasserbehälter. Der Wasserbehälter, seht ihr hier, das ist immer das Restwasser, was drin bleibt, wenn ihr eine Filtration gemacht habt. Insgesamt, das hier bis maximal sind alleine schon diese 1,7 Liter, die hier drin landen. Das ist immer das Restwasser. Ihr seht also, es steht immer bis hier oben, was verbleibt, wenn ihr die 1,7 Liter gemacht habt und maximal eingefüllt habt. So will ich das mal sagen. So, der Behälter ist recht gut zu handeln. Das zeige ich euch auch mal gerade eben. Und zwar hat er hier eben halt einen integrierten Griff. Ja, weil das ist natürlich auch schon eine Menge. Ich würde mal sagen, wenn das 1,7 Liter sind, dann sind das hier mindestens auch nochmal 1,3. So 3 Liter wird das haben. Also 3 Kilo. Aber wirklich exzellent zu handeln, wenn ihr es hier am Griff macht und dann später hier reingibt und dann den Deckel separat drauf. Hier gibt es auch sowas zum Tragen, halte ich persönlich aber für nicht ganz so glücklich. Rutscht man auch gerne ab und dann ist das Ding kaputt. Und da habe ich jetzt noch nicht nach Ersatzteilen geschaut. Ja Leute, ich hole noch mal ein bisschen Luft und dann sprechen wir über die Filter. Ja, die Filter verbergen sich hier hinter dieser Platte, ganz einfach abzunehmen. Und ihr habt sie ja schon, ich habe euch schon ein paar Fotos eingeblendet. Der Filterwechsel ist auch ganz einfach zu machen. Jetzt gucke ich mal, ob ich das hier einhändig hinbekomme. Nehmen wir mal vielleicht diesen hier. Ja. Das wird also hier so um 45 Grad nach vorne gezogen. Seht ihr hier? So. Ja. Dann einmal Vierteldrehung raus und Vierteldrehung wieder rein. Dann ist das Ding wieder drin. So, und hier sagte ich schon, Besonderheit an diesem Gerät ist hier, dass wir hier zwei eben halt Umkehrosmosefilter drin haben, ja, und eben halt vorne einmal
den Propylenfilter, also wo im Endeffekt Sedimente, alle festen Stoffe, also alles, was ein bisschen fester ist, hier werden also so Gasen drin sein aus Plastik, eben halt, ja, sagt das Wort schon hier, Polypropylen, dementsprechend, und einmal hier den Coconut-Carbon-Filter, also Kohlefilter entsprechend hier, der hier verbaut ist. Bei den günstigeren Geräten weiß ich jetzt nicht, welcher der vierte Filter ist. Gibt es noch einen vierten Filter? Aber diese Filter hier kosten 40 Euro im Nachkauf und diese kosten 70 Euro im Nachkauf. Haltbarkeit, diese Filter hier, die günstigeren Filter, halten ein Jahr und werden angegeben mit 5000 Litern. Könnt ihr euch selber ausrechnen, ob das hinkommt, 365 Tage, wie viel Liter macht ihr? Wenn es bei 10 Litern wären am Tag, sage ich gleich aber auch noch mal was zu, wären wir bei 3650 Liter, wenn ihr nicht mal auch ab und zu in Urlaub fahrt, weg seid oder sonst was. Und diese werden angegeben mit Haltbarkeit 2 Jahre und entsprechend 10.000 Liter. Ja? Und diese, wie gesagt, hier 5 Liter. So, das Thema ist nämlich, wenn ihr zum Beispiel das Ganze täglich nutzt und am nächsten Tag, habt ihr ja in den Filtern hier, die Filter haben ja jetzt einmal Wasser gezogen, habt ihr immer Restwasser drin. Das heißt, ihr müsst immer natürlich mal einen Spülvorgang machen, wo ihr das Wasser dann entweder später wieder hier reingebt, was ich für kontraproduktiv halte, besser ist, es wegzuschütten. Das mal dazu. So, jetzt versuchen wir nochmal, ob ich einhändig die Abdeckung wieder drauf kriege, weil wenn ich das einhändig hier schaffe, dann schafft ihr das zweihändig erst recht. Also das Handling ist relativ einfach. Ich hole nochmal ein wenig Luft und dann schauen wir uns das Menü an. So, da ich nicht weiß, wie gut die Fotos eben angekommen sind, halte ich doch nochmal eben auf die Filter drauf. Ne? Also hier vorne einmal unser Polypropylenfilter, der nochmal für Sedimente, Feststoffe und so weiter, ne, nochmal gerade erklärt, da wird irgend so eine Gase drin sein, die das aufhält. Dann habt ihr einmal hier den Carbonfilter und der Carbonfilter ist natürlich zum Beispiel hauptsächlich für Chlor. Hier unten, schaut euch nochmal die Fotos an, steht es auch nochmal drauf. Dafür braucht ihr mich jetzt nicht unbedingt. Ich bin dafür da, euch die Funktion des Gerätes, wie arbeitet das Gerät, wie laut ist es und so weiter, solche Dinge zu demonstrieren hier an der Stelle. Ja, und der wichtigste Filter sind natürlich in dem Fall diese beiden hier. Bei den anderen Geräten ist es dann hier die Nummer 3 und dann kommt noch eine Nummer 4. Da kann ich euch aber jetzt auch nicht sagen, was da noch an Filter zusätzlich verbaut ist. Da geht es natürlich dann um Antibiotika, um Bakterien, um Viren und solche Geschichten halt. Das Ganze da rauszufiltern. Darum geht's. Also das nochmal hier zu den Filtern. Das war mir jetzt nochmal ganz besonders wichtig, dass ihr auch da nochmal eben halt wisst, wofür sind die einzelnen Filter, und jetzt machen wir da das Menü. Ja, wenn ihr das Gerät hinten am Hauptschalter einschaltet, zeigt sich hier folgendes Bild. Dann seht ihr hier einmal hier unten, fange ich mal an, die Filterstände, ja, die jeweils eben halt mit 25%, also 4 Balken angegeben werden, 25, 50, 75, 100, und das Ganze für alle 4 Filter. Ob da jetzt ein Zählwerk drin ist oder ein Messwerkzeug, das kann ich euch nicht sagen. Gemessen werden TDS einmal am Anfang, hier vorne, wo ist es da, auf der Seite ist unser Wasserfilter, da unten drunter befindet sich ein Messgerät, das die Partikel misst, also die gelösten Feststoffe. So, wir haben hier dann einmal den Schalter, eben halt den Hauptschalter. Und hier drüber gibt es noch eine Auswahltaste, da könnt ihr hergehen. Standardmäßig sind 1,7. Wenn also hier nichts blinkt, wo jetzt hier die erste blinkt, ne, das wäre jetzt ein halber Liter, ein Liter, 1,5. Ja. So, und wenn wir das dann wieder zum Nicht-Blinken bringen, gibt es hier die Haupttaste, die auch zum Beispiel für lang gedrückt für den Filterwechsel ist, für die Reset-Taste. Ja. Das könnt natürlich jeden Filter einzeln resetten, weil wir ja unterschiedliche Laufzeiten haben, das mal dazu. Das zeige ich euch aber heute nicht, weil ich das nicht resetten möchte, das ist das Thema. Sondern wir gehen jetzt hier einmal her, ihr habt schon vielleicht gesehen, ich habe bis zur Maximalbefüllung einmal befüllt. Und jetzt gehen wir hier und drücken hier einmal unseren Startknopf und schauen mal, was passiert. Und ich bin mal ruhig wegen der Lautstärke. Und ich nehme euch noch mal so ein bisschen seitlich mit, damit ihr auch seht, was hier passiert. Ihr müsst übrigens, wenn ihr das Gerät bekommt, steht in der Bedienungsanleitung, jetzt spreche ich doch schon wieder, aber ihr hört, es ist total leise, stehen
4 bis 5 Spülvorgänge. Auf Amazon in der Produktbeschreibung stehen 10 bis 15. Ich habe mir dann gedacht, ich mache mal so ein Mittel. Dann müsst ihr ungefähr, ja, habe ich 7 oder 8 gemacht. Ich habe es noch gar nicht gezählt. So. Und das Thema ist, wenn ihr das Gerät bekommt und ihr macht diese Spülvorgänge, bitte nicht, wenn ihr dann hier die 1,7 Liter eingestellt habt, dann habt ihr ungefähr so viel Wasser drin. Bin noch mal ruhig. Also, Wasser bis hierhin ungefähr ist klar, ne? Weil in den Filtern ist ja in dem Moment noch Luft. Die sind fabrikneu, also dementsprechend Luft drin. Oder ich weiß nicht, ob die Luft rausgelassen haben und die mal getestet haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr könnt sie nicht entleeren. Heißt also, ihr müsst diese Spülvorgänge machen. In den Filtern ist Luft. Und das muss ich erstmal einspielen. Beim zweiten Mal ist der Behälter dann so voll. Und dann beim dritten Mal geht es aber auch schon. Dann stand da was, dass es sein kann, dass das Wasser irgendwie ein bisschen schwarz gefärbt wird vom Kohlefilter. Ist aber hier nicht der Fall gewesen. Und es wird immer, das Wasser seht ihr hier schon, natürlich so ein bisschen aufgeschaut. So, sprechen wir hier über die Werte. Ihr seht also, wir gehen hier rein mit TDS 298 ppm, ne? Total Dissolved, irgendwas, also gelöste Feststoffe im Wasser. Ich mach's mal auf Deutsch für uns. ppm, also in Parts per Million. Also wie viele Teile sind in einer, gelöste Feststoffe sind hier in einer Million Messung da vorne am Eingang, und wie viel, das findet wohl noch eine Messung statt hier, ne? Am Ende seid ihr dann bei 18, heißt also 328 beziehungsweise jetzt 334, weil das Thema ist, es geht immer wieder mal ein bisschen Wasser nach oben rein, es finden immer wieder neue Messungen statt, und dann hinten rauskommen habt ihr noch 18 Feststoffbestandteile auf 1 Million Partikel. Das ist das, was hier angezeigt wird. Ich hoffe mal, ich habe es einigermaßen gut erklärt. Ja, ihr seht, das geht relativ flott, ne? Wenn man spricht, sich unterhält, wenn man davor steht und zuguckt, wird es natürlich, kennt ihr, wenn ihr auf die Uhr schaut, ne? Dauert es immer länger. So. So, wenn ich das System richtig verstanden habe, ist es so, dass hier also immer wieder auch schlechte Partikel im Endeffekt durch die Filtration oben hier eben halt, ne, seht ihr da, es sprudelt, könnt ihr euch sehen, das ist auch jetzt ein bisschen so alles milchig und so weiter, das gibt, legt sich aber gleich, ja, hier wieder reinlanden, so dass hier eben halt die Zahl der Feststoffe sich erhöht, ne, hat sich aber auch im Behälter etwas erhöht. Ja Leute, das ist ein Vorgang, ne? Und dann habt ihr hier wirklich gefiltertes Wasser. Und zwar in allen Belangen gefiltertes Wasser, nicht nur entkalkt oder sonst irgendwas. Also das geht schon relativ flott. Und nochmal die Bedienung ganz, ganz einfach. So, die Kanne habe ich mal kurz ausgespült. Hier habe ich jetzt noch nichts dran gemacht. Ich wollte euch nur zeigen, ne? Also dieses Trübe, das legt sich wieder. Das ist mehr ein Aufsprudeln als alles andere. Ja, dann fülle ich hier nochmal Wasser ein und wir machen noch einen Vorgang. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir mal den ersten Teststreifen und halten den mal hier in unser Rohwasser rein. Ja, machen wir es einfach mal so, dass ihr da auch bei seid. So. Eigentlich sollte das jetzt hier schon ausreichen. Ich halte es aber noch mal einen Moment länger rein. Okay, das mal dazu. Den legen wir jetzt hier nach rechts. Ja. Okay, ihr seht, da hat sich schon einiges getan. Dann nehmen wir hier unseren neutralen, also unbenutzten Streifen, und den anderen verwenden wir jetzt gleich, wenn wir daher gehen und hier nochmal filtrieren. So, ihr seht, das Gerät schaltet sich in Standby, also Stromverbrauch könnt ihr hier wirklich vernachlässigen. Wenn ihr jetzt wieder die 1,7 Liter machen wollt, einfach nur hier drauf drücken. Hier ist wie gesagt die Auswahl, hier drauf drücken, fertig. Also das ist also wirklich kleinkindtechnisch zu bedienen, so will ich das mal sagen, kinderleicht. Also, so, während das Ganze läuft, können wir hier schon mal drauf schauen. Also, ja, ihr seht, dass wir hier schon, also in diesen oberen Bereichen, ganz oben hat sich, ist nichts passiert, aber hier oben also schon deutliche Verfärbung haben. Hier das Ganze
im vierten Segment hier so wirklich schon bis ins Dunkellila, ne? Also hier rein. Und ja, also schauen wir mal rein, ohne jetzt hier irgendwo da eine genaue Analyse machen zu wollen. Das will ich gar nicht mit euch, sondern nur, hat sich was verändert, ja oder nein, was hier rauskommt. Ich habe übrigens das Wasser von eben, genauso wie davor, immer drin gelassen und immer nur nachgegossen. Das nochmal dazu. Ja, zu den Filtern. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, deswegen sage ich es nochmal. Die günstigeren Filter 40 Euro, ne? Davon haben wir zwei drin, macht 80. Dann habt ihr zwei A70 hier drin, das heißt sind 140, das heißt also insgesamt 220 Euro. Das ist das, was ich eingangs sagte. Da relativiert sich natürlich auch der Preis, ne? 220, dann Karaffe, 40 Euro, die dafür aufgerufen werden. Und dann wird das, darf man das natürlich nicht alles in Einzelteile geben. Aber dann wisst ihr ungefähr, die Hälfte des Gerätepreises ungefähr resultiert alleine schon aus dem Filter. So, nochmal, es geht wirklich flott. Ich könnte euch jetzt abhängen, aber ich lasse euch auch jetzt hier nochmal dabei. Ich denke mal, dass man auch bei solchen Geräten auch mehr Fehler machen kann, heißt also im Endeffekt, ne, also man hört ja hier kaum, dass sich der Druck aufbaut, ne, also dass man damit zu viel Druck rangeht, dass es rattert. Hier gar nichts. Ne? Das Einzige, was man hört, ist plätscherndes Wasser und das ist ein doch relativ schönes Geräusch, so würde ich das mal sagen. Ja, diese Produktvorstellung, so muss man das ja sagen, weil wie gesagt, ich habe jetzt kein Labor und so weiter. Man muss ja auch noch ein bisschen Luft lassen für die Leute von Stiftung Warentest und ja, anderen, die da irgendwelche TV-Sendungen machen und so weiter, mit Labors anhängen, um sowas dann zu beleuchten. Sonst macht man den als Reviewer, die sind sowieso schon immer stinkig auf uns, zu viel Konkurrenz und so. Ich weiß nicht, ob Stiftung Warentest das bewertet. Ich habe nichts gelesen darüber, weil ich die Zeitung auch natürlich abonniert habe. Aber ich könnte mich nicht erinnern, dass zumindest in diesem Segment, an Wasserfilter kann ich mich erinnern, aber nicht hier in diesem, sagen wir mal, qualitativ besseren Segment. Oder ich hätte es übersehen, weil es mich nicht interessiert hat. Okay. Zur eigenen Transparenz vielleicht noch, weil wir gerade laufen lassen. Ich habe dieses Gerät hier vom Hersteller zur Verfügung gestellt bekommen, um das Gerät einmal vorzustellen. Und das tue ich, wie ihr merkt, glaube ich, relativ neutral, ohne dass ich da irgendwie jubel oder sonst irgendwas. Also das nochmal dazu. Ich kann das Gerät ja auch nicht besser und nicht schlechter reden, als es ist, weil ihr da live dabei seid immer. Ne? So, und ich drehe hier nicht tausende von Szenen, sondern ich mache das Ganze immer nur einmal. Ihr seht also diese Verfärbungen, ne, die wir eben schon bei den anderen hatten, ja, die kann ich jetzt hier schon im Glas, ich mache es aber auch hier, der Fernseher ist aber ein bisschen länger rein, so, ja, also hier einmal nicht erkennen. Schaut euch selber an, ne, da oben hier schon tiefrot, ja, da dunkelgrün, hier entsprechend dunkelviolett, so wie ich das Ganze mal nenne, ne? Und auch hier unten, ne, sind wir hier also auf dem Stand geblieben, während sich das hier bei dem Teststreifen schon verändert hat. Das nur mal rein visuell plakativ, also das hier, was stattfindet in der Richtung, und das Ganze nicht genau zu untersuchen. Ja Leute, das war's von meiner Seite aus. Viel mehr kann ich euch zu dem Artikel ohnehin nicht bringen, wie gesagt, weil dann müsste man noch ein Labor anschließen und so weiter. Das soll es jetzt auch nicht sein. Ihr seht hier, also letzter Wert 367 Partikel, die wir pro Million Partikel eben hat an gelösten Feststoffen drin hatten und hinten am Ende 22. Ja, es kommt immer auf den Eingangswert an. Ne? Ihr seht also hier, um das mal hochzurechnen, also es werden mehr wie 90% gefiltert, ne? Oder knapp 90%. Ja? Dann wären wir ja wohl 36 müssten dann übrig bleiben. Also je nachdem, wie die Eingangssituation ist, wenn ihr hier mit 100 reingeht, sagen die ungefähr, müsste man bei 10 ppm, TDS schräger ppm hier rauskommen. Das nochmal dazu. Ja Leute, ich hoffe trotzdem
obwohl ich kein Labor habe, hat es euch irgendwie was gebracht. Ne? Gerät funktioniert astrein, da gibt es überhaupt nichts zu meckern, habt ihr gesehen, ist leise, toller Behälter, alles gut hier an der Stelle. Und die Leute, die sich sowas anschaffen wollen, die werden sich ohnehin in der Tiefe damit beschäftigen. Deswegen wollte ich jetzt da auch nicht noch mehr Informationen geben. Jetzt alles Gute, bleibt gesund und tschüss.